Ein herzerfrischendes Moin Moin, herzlich willkommen zurück zum nächsten Part vom Karrieremodus aus dem letzten DLC, aus dem Grassland-DLC. Wir sind wieder da im Purmanaka-Bildungsreservat. Mein Gott, ey, das ist aber auch ein Purmanaka. Ich weiß es auch nicht. Der Monarchfalter ist gestorben, das tut mir natürlich leid. So, Tiffany hat uns ein paar Tiere geschenkt. Da möchten wir natürlich auf jeden Fall mal schauen, wie wir das jetzt regeln. Oh mein Gott, was ist denn hier alles sonst noch so drauf? Halte mindestens die Schmetterlinge, also zwei Stück noch Tagfaunauge und wolkenloser Schwefel, sorry. Dann sollen wir die drei Belohnungstiere noch mitnehmen. Das nehmen wir als Belohnung erhaltene Tiere, okay. Das machen wir gleich auch noch. Erforsche zwei Gehegetierarten auf Stufe 3, das ist okay. Warzenschweine auf Stufe 4. Okay, veranstalte mindestens zwei Tiergespräche in einem Jahr, das kriegen wir auch hin. Habe in deinem Zoo mindestens drei Tourpunkte, okay. Tourpunkte. Das Ding ist, das hier ist noch eine Vorabversion. Also ihr seht dieses Video, wenn das Spiel raus ist, also das DLC. Aber ich nehme es auf, während es noch nicht raus ist. Deswegen machen die Tourpunkte noch ein kleines Problem. Das wird aber geupdatet, wenn das Spiel raus ist. Habe eine Tour mit insgesamt Sternbewertung von mindestens zwei. Okay, alles das mit den Tourbewertungen, das regel ich dann nochmal. Aber wir brauchen die Falter. Brauchen wir Monarchfalter? Waren das die? Waren das die? Nee. Naja, ist ja egal. Tagfaunauge. Da sind sie ja. Nehmen wir die beiden auf jeden Fall mal und klatschen damit rein. Und dann brauchten wir auch noch diesen Schwefel. Wolkenloser Schwefel, da sind sie ja. Nehmen wir dich und wir nehmen dich. Dann haben wir hier auch nochmal zwei. Die kommen auch noch mit rein. Sehr gut. Dann haben wir das abgeschlossen mit den Schmetterlingen. Dann sehen wir uns jetzt die Belohnungstiere an. Das sind nämlich drei Warzen. Ach, guck mal, Sean ist auch dabei. Drei Warzenschweine. Die nehmen wir mal alle mit. Und an der Stelle können wir die eigentlich mit in die Savanne packen. Aber es ist, glaube ich, doof, wenn wir die in die Savanne machen. Ich glaube, es wäre cooler, wenn wir denen hier ein Gehege geben könnten. Irgendwie zumindest. Machen wir mal so, weil dann kriegen die hier ihr eigenes Gehege. Das ist, glaube ich, ganz cool, wenn wir das ein bisschen auseinanderstrecken, die ganze Geschichte hier. Das finde ich blöd. So. Genau, es ist, glaube ich, ganz cool, wenn wir das machen. Und dann hier halt so ein bisschen. Das muss nicht so riesig sein, weil Warzenschweine sind ja jetzt nicht so mega anspruchsvoll, was das angeht. Machen wir lieber so und machen hier einen Mitarbeiterweg hin. Und dann können wir das hier ein bisschen erhöhen. Ganz genau. So auch. Und das hier halt auch. Sofern das klappt. Hallo? It geht nicht. So. Und dann machen wir hier. Ja, wir können hier Einwegglas machen. Dann machen wir so. Zack. Passt. Dann haben wir hier Platz für die Schweinis. Aber an der Stelle kann ich hier die Größe noch ein bisschen kleiner machen, das ein bisschen entfernen hier. Das ist vielleicht auch ganz cool. Das ist ein cooles neues Item. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt hier so rübergehe, geht, glaube ich, das Gehege weg. Aber ich bin mir unsicher. Jetzt haben wir das auf jeden Fall so gemacht. Dann machen wir hier noch ein bisschen Erde hin. Aber warte mal, ich könnte natürlich auch gleich die Schweinis mit reinnehmen. An die Stelle. An die Stelle kann ich die Schweinis reinmachen. Komm hier mit rein. Wohnte Bärchen. Machen wir so. Genau, weil was wir haben, haben wir. Und dann möchte ich dich hier hin platzieren. Da passt das. Dann machen wir hier noch eine Spendenbox. Die Geschichte halt. Eine Spendenbox hin. So eine Bildungstafel hier. Zwei Stück. An die Stelle und so ein kleines Tiergespräch hier. Muss ja nicht so riesengroß sein. Wir können mal hier die Mähnwölfe reinmachen. So just for fun.
Die sind ja hier relativ laut. Machen wir mal ein bisschen leiser. Zwei Stück. Wenig Geld. Ja, dieses Problem ist uns bekannt. Weil dann sind jetzt gleich die Schweinis da, weil dann kann ich die nämlich hier reinmachen. In diesen Lautsprecher zum Beispiel. Warzenschwein, ganz genau. So. Und hier kommen auch Marzenschweine hin. In die Bildschirms. Wieso es sich so schön heißt. So, dann sind die jetzt da. Dann wurden die aufgenommen. Wunderbar, das haben wir auch. Dann müssen wir die Gehegetierarten erforschen. Gehen wir gleich noch hin. Jetzt wurden erstmal die Armadillos gemacht. Wie viele Gehegetierarten muss ich denn erforschen? Zwei Gehegetierarten auf Stufe 3. Ja, dann kann ich ja eigentlich die Warzenschweine weiter erforschen. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Da. Weil das ist ja auch noch wichtig. Okay. Mutwillig zerstört. Ey, es geht gar nicht. So, ihr Schweinis. Wie sieht's aus hier bei euch? Wunderbar, das passt. Das passt nicht. Machen wir mal weg. Grasland Afrika. So, los geht's. Hoppala. Ein paar Steinchen mit ins Gehege. Die sollen ja nicht... Sondern nicht blöd leben hier. Dann ein paar Pflanzen. Ob ich mir hier jetzt bei den Warzenschweinen Mühe gebe, aber bei den anderen Savantchen nicht, ja. Das, weil die Warzenschweine hier unser Highlight hier sind. Warum eigentlich Warzenschweine? Als Highlight hier. Keiner weiß es, ne? Keiner weiß es. So, hier auch nochmal das hin. Dann können wir hier Warzenschweine. Die kriegen auf jeden Fall hier so ein Futterding hin. Das passt. Und ein Wasserding. Kriegen die hier unten hin. Dann können wir hier nämlich ein bisschen glätten. Gerade hier so den Hochgang. Genau. Wie slidet er dann durch die Gegend? Die sliden durch die Gegend, wenn man das hier benutzt. Das war lustig. Ah, jetzt slidet er nicht mehr. Schade eigentlich. Schade, so, das war ganz witzig. Unterstand, ne? Ach, guck mal, hier kriegen die erstmal so ein Ding. Da freuen die sich ja auch. So ein Wassersprengler hier, den kriegt ihr hier unten hin. Seid ihr auch zufrieden? Wie sieht's sonst aus mit Spielzeug? Guck mal, hier so eine Box zum Beispiel noch. Die geht ja auch immer, ne? Sind die auch wieder glücklich. Und jetzt brauchen die irgendwas Unterstandtechnisches. Der ist, glaube ich, nicht groß genug. Der hier jetzt vielleicht. So. Könnte stabiler Rückzugsort sein, ja. Ja, ja, das wird erstmal reichen, würde ich jetzt schätzen. Guck mal, die Besucher sind ja auch da, die Schweinis freuen sich. Wunderbar. Du brauchst eine Tierarztpraxis. Haben wir keine Tierarztpraxis? Das ist ja ein bisschen blöd jetzt. Bauen wir die mal hier oben hin. Dachte, wir hätten eine. Okay, das passt. Wenig Geld, ja. Dieses Problem ist uns bekannt. Aber wir haben ja, was sagen die Gäste denn? Zoo ist wirklich klein. Gäbe es einen Imbissstand? Haben wir keinen Imbissstand? Das geht natürlich gar nicht. Warzenschwein wird bald erwachsen. Ich meine, Herrgott, ne? Wer will das nicht? Wir haben keinen Imbissstand. Wie sieht's denn aus mit Bernie's Bakery? Hätte ich mal gesagt, hier diesem Chief Beef Laden. Und hier oben geht auch nochmal ein Galpi-Soda, ne? Galpi! Ja, okay. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. So. Warzenschwein ist erwachsen. Halt. Weil die werden sich ja jetzt prügeln, die beiden, ne? Sean und Roberto. Wir hatten die besseren Karten. Ich muss ja eigentlich Sean behalten, ne? Roberto, dann erstmal ins Handelszentrum. Wobei sind das Geschwister, weil da habe ich ein echtes Problem. Ne, tatsächlich nicht. Wunderbar. Sean müssen wir behalten. Gürteltier ist erwachsen. Können wir auch nicht freilassen, weil wir keinen... Warum sind die Tierärzte da nicht da? Das ist ein Problem, ne? Warte mal, hier preistechnisch 13 und 9 ist auf jeden Fall drin, würde ich schätzen. Die Besucher finden es nice, hier zu sein. Kann ich verstehen. Okay. Lass da Dings aufheben. Versuchen wir mal so groß zu machen, hier die Blase, wie es geht.
Besser geht's nicht. Okay, weil dann mache ich nämlich hier noch eine Bank hin. Zum Sitzen, Restauranttisch? Nee, eher so eine Bank hier. Oder zwei. Und dann Mülleimer. Genau. Weil das könnte ja auch noch ganz gut sein. Dann brauchen die noch ein bisschen Bildung. Ich würde einfach mal schätzen, dass wir hier solche hinstellen. Zwei Stück. Denn was wir haben, haben wir. Hier gibt es zum Beispiel was über Amphibiensterben oder auch über Abholzung der Wälder. Das ist gerade hier bei uns in den Breitengraden super wichtig. Technikforschung abgeschlossen, sehr gut. Was gibt's? Neues Trinken? Neues Trinken. Nice. So, das passt. Wir haben wenig Geld. Das ist auch okay. Wie sieht denn das sonst aus hier, die ganze Geschichte? Bei den Faltern ist eigentlich hier Action drin noch? Ja, ne? Wie gut haben wir die eigentlich erforscht? Nicht so mega gut, ne? Nee. Sind nur die da drin? Ach nee. Sind alle noch drin. Alle Falters. Wunderbar. Hier irgendwelche? Nö. Das passt. Hier haben wir ja eigentlich einen Tierarzt drin mittlerweile, ne? Der sich um die hier kümmert. Ist das, weil das Wasser dreckig ist? Ja, tatsächlich, ne? Tatsächlich. Ich überlege gerade, wo das am smartesten ist, das hinzubauen. Aber ich sag mal, wenn wir hier so machen, könnte das ganz gut werden. Dann machen wir hier die ganzen Gräser mal erstmal weg. So. Sieht eigentlich ganz cool aus mit den Steinen. Gut gemacht. Weil dann kann ich hier unten nämlich auch nochmal ein paar Mitarbeiterdinger machen. Brauchen auf jeden Fall mehr Geld. Wo ist unser ganzes Geld hingegangen? War das Ende des Monats? Ja, tatsächlich. Kämpfe bei den Gürteltieren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Der wurde erwachsen, ne? Ist der hier geboren worden? Nee. Armando. Dann ist das Andres. Kommt auch aus dem Frontier zu. Du wirst ja freigelassen. Komm, weg mit dir. Der Rest passt ja eigentlich. Die sind halt. Die sind halt auch krank, ne? Die kleinen Süßen. So. Wir machen hier unten noch ein Forschungszentrum hin, weil dann haben wir das. Ein Mitarbeitergebäude wäre halt auch nicht schlecht. An der Stelle nochmal. Stellen wir auch noch eins hin. Machen noch einen Pausenraum rein. Forschungszentrum hatte ich. Dann brauche ich hier, glaube ich, noch eine Tierpflegerhütte. Denn wenn wir die haben, dann passt das. Hubala. So. Denn dann können wir nämlich hier unten auch nochmal eine Wasserreinigung hinstellen, wenn wir wieder 2000 haben. Das ist nämlich, glaube ich, das Rätsels Lösung, gerade für die Wasser, die wir unten haben. Die drei. Und auch das für die Hunde da. Für die Wildhunde, hätte ich mal gesagt. Und jetzt bräuchten wir, glaube ich, Strom noch. Es gibt hier Strom. Tatsächlich. Na dann. Ist das ja gar kein Problem. Wichtige Warnung brauchen wir eigentlich nicht, weil das Wasser hier ist ja jetzt auch gereinigt, ne? Dann können die Armadillos können da ja richtig schön reinschwimmen. Ach, guck mal, das wollen wir die Gruppe bearbeiten. Ist jetzt sauber, ne? Wunderbar. Und wir haben richtig viele Besucher. Also 900 Besucher fast? Das ist gar nicht mal so schlecht. So, wie sieht's aus hier? Kämpfe wegen Überbelegung bei den Mähnenwölfen. Das geht natürlich nicht. Ja. Ich sehe schon. Gaio. Sind das seine Eltern? Es sind seine Kinder, die drei Kinder. Okay. Kaio kommt also von hier. Dann er hier vielleicht? Ja, der hat noch keine. Dann lassen wir dich frei. Für 35? Ja, Herrgott, wer will das nicht, ne? Für 35 kann man das mal machen. Und die Leute gehen auch hier rein und sind zufrieden und haben hier Bildung und so, das passt. Wunderbar. Wunderbar. Sehr gut.
Ist gestorben. Warum sterben die denn? Lassen wir die nicht früh genug frei? Oder haben die einfach nur keine krasse Lebenserwartung? Ich glaube, dass ich die nicht richtig freilasse, ne? Weil bei euch hier, was habe ich denn gesagt? Population verwalten, ne? Also 7 reicht. Und die Ältesten werden dann freigelassen. Und hier reichen auch 7. Und die Ältesten werden auch freigelassen. So, das passt. Wie sieht das aus bei denen hier? Da haben wir auch 17 gesagt. Ich sag mal, bei euch passen 5. Da werden die freigelassen auch. Bei euch auch 5. Die werden auch freigelassen. Dann, da haben wir 4 und 4. Die werden auch freigelassen. Das passt. Da passt das auch. Und da passt das auch. Wunderbar. Dann waren das nur die 9. Wo das nicht gepasst hat. Müsste jetzt besser sein. Fällt mir gerade so ein. Oder? Da müsste jetzt deutlich weniger drin sein, ja. Wunderbar. Sind die nicht, ganz so aggressiv? Die Schmetterlinge waren schon einige hier drin. Ah, der Busch gehört hier rein, ne? Schade. Aber gut. So, wie sieht's aus hier? Technikforschung und dann Wasseraufbereitung muss repariert werden. Das ist, weil der eine Techniker hier die ganze Zeit forscht. Oder was? Geh mal hin. Übernimm mal. Weiß gar nicht, wieso die kaputt sind hier, die beiden. Wunderbar. Sauberkeit stellt Krankheitsrisiko dar. Ja, wir haben nicht so viele Tierpfleger, wie wir es eigentlich bräuchten, ne? So, geldtechnisch sieht es auch wieder deutlich besser aus. Ich glaube, ich kann mir 2 neue Tierpfleger gönnen. Und den natürlich direkt Paycut. So muss das halt sein. Man muss auch mal ein bisschen weniger Geld verdienen, finde ich. Einen Techniker gönnen wir uns auch nochmal und noch einen Tierarzt mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, guck mal, du machst keine Forschung. Nee, Technikforschung. Ganz genau. Und dann können wir uns nämlich auch nochmal hier einen Tierarzt mehr gönnen. Der sich das hier gönnt. So, warum sind die hier traurig, die Tiere? Sind allein gesteckt mit irgendwelchen Krankheiten. Rufen wir gleich den Techniker und den Tierarzt und alle zusammen mal rein hier. Deswegen der Sauberkeit tatsächlich, dass die hier unzufrieden sind. So, Sauberkeit geht jetzt aber hoch eigentlich, ne, oder? Muss ja. Stemmt Zebra noch ein Problem. Und wenn das behoben ist, ist das gut. So. Wie sieht das aus jetzt hier? Forschung geht ja noch nicht so richtig schnell, deswegen könnten wir... Ach ne, Erika ist falsch, sondern Parson könnte ja mal geupdatet werden. Weil da muss ja geforscht werden. Wie sieht es eigentlich hier aus? Können wir Babys erwarten? Ja, wunderbar. Wunderbar. So, weil die müssen wir nämlich noch erforschen auf Stufe 4. Das heißt, Stufe 3 zählt natürlich auch. Dann brauchen wir 2 Tiergespräche in einem Jahr. Tourpunkte kriegen wir auch noch nicht. In Bildungswertung geht halt auch hoch dann. Wenn wir weiter forschen. Also am Ende des Tages ist es, weil ich forschen muss. Lin erforscht hier. Das Ding werden wir auch nicht los irgendwie. Forsch mal los, Lin. So, wie schaut das hier aus? Eine Toilette haben wir immer noch nicht, ne? Bildung geht auch noch nicht richtig voran. Weil dann kann man überlegen, hier oben eine Toilette hinzustellen. Damit fährt man gar nicht so schlecht, eine Toilette zu haben in seinem Zoo. So eine Idee von mir. Und 25 Euro Cent kann man auch ausgeben dafür. Und es sieht danach aus, als als würde das gut sein, dass wir eine Toilette gemacht haben, so wie die da anstehen. Oh, die finanziert sich auf jeden Fall von selbst.
Halt. So, die Mähenwölfe hier sind erwachsen. Kaio ist natürlich golden, aber wir lassen ihn trotzdem in die Freiheit. Du bist auch golden. Ja, warte mal, dann behalten wir dich. Und dich lassen wir frei. So ein bisschen als Grundlage, dass wir dann schon mal welche haben. Da fighten die jetzt. Müssen die eigentlich nicht. Ist er verletzt? Ruf mal den Tierarzt. Weil wenn er verletzt ist, dann muss er rausgeholt werden. Okay, ist er nicht. Wunderbar, wunderbar. Schwalbenschwanz erhält. Warum ist der eigentlich die ganze Zeit krank? Mit irgendwelchen wundersamen Krankheiten. Keiner weiß es irgendwie, ne? Sind die eigentlich unzufrieden hier, oder? Weil pflanzentechnisch geht das eigentlich, ne? Ich meine, man kann den ja mal einen Baum geben oder zwei. Und dann hier welche von denen. Dass das ein bisschen realistischer aussieht. Vielleicht. Vielleicht so. Oder was? Wird schon passen. Futterspielzeug für den Kaffernbüffel. Kaffern. Ja, haben wir nicht. Schade. Haben wir nicht. Kriegen wir auch nicht wieder rein. So, Emu ist erwachsen. Dann auf Wiedersehen. Und Bam Bam. Bam Bam geht jetzt auch. Bam Bam, komm weg. Weg, Bam Bam. Alles raus. Alles muss raus, Bam Bam. Geht gleich los, Bam Bam. So. Du. Die neuen Gnus sehen aber auch einfach fantastisch aus, ne? Wenn das jetzt hier die Krankheit ist, ne, dann drehe ich durch. Okay, es sind die Warzenschweine. So, wie sieht das aus hier? Gibt es noch neue Sachen für die? Nee. Die brauchen auch Futterspielzeug, ne? Ja. Ja, wir müssten sie eigentlich erforschen, die Jungs. Ist hier eigentlich Bildung angesagt am Start? Nee. Guck mal, wenn hier keine Bildung am Start ist, ist ja wohl klar, dass die dass das Bildungsniveau nicht so hoch ist. Gönnt euch mal eine richtig schöne runde Druckbeschallung für die Streifen. Wobei, nee, ja doch, die sind im DLC. Ich hätte sonst gesagt, dass Zebras geiler sind, aber wenn die Gnus im DLC sind, dann machen wir die Gnus rein. Jetzt müsste Bildungslevel so ein bisschen hochgehen auf jeden Fall. Weil die kriegen ja jetzt ein bisschen mehr Bildung, die Leute hier. Das ist ja Druckbeschallung. Außerdem können wir ja ein paar Tiergespräche machen. Das ist ja schon mal... Das kann ja nicht schlecht sein. So ein Tiergespräch. Und da hören die nämlich jetzt was über die Zebras. Das würde ich auch gut finden. Dann holen wir uns jetzt auch so einen Mitarbeiter hier, so einen Ausbilder. Der verdient natürlich auch zu viel jetzt ganz am Anfang. Gönnen wir uns mal ein bisschen weniger. Und wenn er dann hier im März das gestartet hat, dann geht er später... Zu den Warzenschweinen. Vielleicht. Unebene Platzierung. Ja, dann geht er nicht zu den Warzenschweinen. Dann geht er hier zu den Mähenwölfen. Mähenwolf. Und das macht er dann im... Ja, das macht er im September, glaube ich. Das ist auch ganz gut. So, Technikforschung geht weiter. Wunderbar. Und was noch? Ist aber ein schönes Gehege eigentlich, ne? Schönes Savannengehege. So. Das passt. Also hier wird das Tiergespräch gemacht. Eins müssten wir dann ja jetzt haben. Noch nicht ganz.
Noch nicht ganz. So, wir speeden das Ganze nochmal weiter. Ach, wurde auch noch nicht geupdatet hier der eine. Wer forscht denn eigentlich von euch? Also, bei denen hier gar keiner. hier, dich können wir upgraden dann an der Stelle. Und du forscht. Erika forscht. Wir können nochmal einen Zoopfleger mehr machen hier. Viele Gäste denken, dass die Tickets günstig sind. Das denke ich nämlich auch. Was sagt ihr zu 14? 14 Ocken. Finde ich es gut. Aber der Zoo ist immer noch ziemlich klein. Das ist schade. So, das Gürteltier. Das Weibchen, das holen wir uns einmal so rein. Dann entlassen wir das hier in die Freiheit. Das entlassen wir auch in die Freiheit. Und das entlassen wir auch in die Freiheit. Dann müsste das so grundsätzlich passen eigentlich. Weil ich möchte die halt immer gerne ein bisschen behalten, weil dann dann wissen wir, was wir haben für später. Da mal Techniker rufen für hier. So, Veterinärsforschung. Ist das die Krankheit? Yes. Wunderbar. Und dann, während du dabei bist, kannst du eigentlich ja die Gnus erforschen, ne? Lynn? Upgraden wir euch beide mal, weil dann seht ihr noch schneller. Weil wenn Lynn jetzt hier drin ist, dann geht das mit den Gnus deutlich schnell voran. Weil der andere muss ja relativ weit laufen. Das ist Lynn, glaube ich, ne? Oder? Ja. Lynn. Und Lynn, das geht ja super easy. Die kann sie ja richtig viel erforschen hier in der Ecke. Wenn das jetzt schon das Gnu ist, ne? Okay. War es nicht. Aber das Gnu ist jetzt erforscht schon. Guck mal, wie schnell das geht. So, guck mal, dann haben wir hier noch einen. Ein Futterball. Da müssten die zufriedener sein, ne? Ja. Stabiler Rückzugsort ist halt nicht ganz so cool. Machen wir mal hier hinten hin. Weil dann ist stabiler Rückzugsort besser. Siehst du mal? Ist das, weil die hier ein Baby haben? Guck mal, die haben ein Baby, die Rappenantilopen. Eine Baby-Antilope, so. Und es wird weiter geforscht. Wie sich das gehört. Ja. Ein paar haben wir ja auch schon erforscht, ne? Wenn wir denn die Schweine auch haben. Jetzt geht das ja auch schneller. Ich weiß nicht, was wir jetzt hier erforschen sollen. Wir könnten ja eigentlich die Mitarbeiter noch weiter erforschen. Aber wir machen erstmal eine Imbissbude. Apropos erstmal eine Imbissbude. Was haben wir denn eigentlich an Merchandise? Ein Looney Balloony. Ja, so ein Looney Balloony ist natürlich nicht schlecht, ne? Also die Preise auch okay. Hauptsache erstmal ein Looney Balloony. Dann gibt es auch ein paar Leute, die da welche kaufen. Müssen die sich ausruhen? Nö. Das ist eigentlich alles okay. Wunderbar. So, was haben wir abgeschlossen hier? 2 Gehegetiere auf Stufe 3. Das müssten dann die Warzenschweine sein. Es waren die Warzenschweine. Aber die Gnus wurden auch weiter erforscht. Auch nicht schlecht. Gibt es noch so einen Ball für die? Da freuen die sich. Ist das eigentlich ein Baby-Gnu? Guck mal, ein Baby-Gnu. Hallo, Baby-Gnu. Ishak. Das müssten die Gnus sein. Ganz genau. Guck mal, weil wenn die jetzt weiter erforscht werden, dann geht die Bildung halt auch direkt hoch, ne? Guck mal, auf 1,4 schon. Das passt auch. Und mit dem Ausbilder müsste das eigentlich auch passen. 1,4. Wird es jetzt mehr hier eigentlich? 1,6? Ja. Also sofern man die erforscht hat, geht das halt super easy, super schnell. Guck mal, 2 Tiergespräche hatten wir auch. Tourpunkte machen wir dann nächstes Mal. Warzenschweine erforschen wir auch noch. Und das mit der Tour, das regeln wir. Das regeln wir. Es ist ja relativ easy, ja? Müssen sich anstellen, um Einrichtungen zu nutzen. Was für eine denn? Die Erforschungs... Das Forschungslabor. Erforschen wir jetzt eigentlich neue Mitarbeitergebäude? Weil das wäre ein Vorteil. Noch nicht. Imbiss. Ja, Erika, machst du erstmal die Mitarbeiter. So. Der Rest kommt nächstes Mal, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis dahin, haut es mal rein. Ciao.